haben, dann sind sie hier richtig, weil wir übersetzen den Vortrag, den WPA2-Vortrag ins Deutsche auf diesem Kanal und genau hier. Netty studiert Informatik und Kryptographie und er hat in diesem Bereich einige Angriffe schon realisiert, insbesondere im drahtlosen Sektor. Und heute wird er uns zeigen, dass alle unsere WLAN-Geräte angreifbar sind, insbesondere die Linux oder Android benutzen. Also ich möchte jetzt da gar nicht über die technischen Details reden, weil das sein Job ist. Aber wenn ihr nur ein bisschen mehr darüber lernen wollt, dann hat er sein Research Paper und die Skripts im Fahrplan verlinkt. Also eine große Runde Applaus für Matti von Hoff. Okay. Thank you for the introduction. Vielen Dank für die Einführung und vielen Dank dafür, dass Sie hier sind, obwohl es schon so spät ist. Vielen Dank an den CCC, dass ich hier reden darf. Heute werde ich über meine Forschung über WPA2 reden und ihr habt wahrscheinlich schon darüber gehört, die Crack-Attacks. Die Geschichte dieser Forschung ist relativ interessant, weil ich während meiner Doktorarbeit die Sicherheit von drahtlosen Netzwerken erforscht habe. Während meiner Verteidigung der Doktorarbeit, als ich so fertig war mit der Doktorarbeit, einer der Professoren hat gefragt, ob WPA2 mit AES tatsächlich sicher ist. Und darauf habe ich so geantwortet, ja, es sieht so aus, 14 Jahre lang und es hat immer funktioniert, solange man ein vernünftiges Passwort nutzt. Es gibt keine bekannten Verwundbarkeiten. Außerdem gibt es ein paar mathematische Beweise für den Handshake. Dann gibt es ein paar mathematische Beweise. Jedoch, als ich ein paar Jahre später an OpenBSD-Code geschaut habe, habe ich mir in dieser Funktion angeschaut und dort wird der Verschlüsselungsschlüssel beim Treiber installiert. Aber dann habe ich mich gefragt, was passiert, wenn das zweimal aufgerufen wird? Und dann habe ich mir gedacht, es wird neu installiert, der Schlüssel. Aber was passiert dann wirklich? Diese Frage hat dazu geführt, dass ich den Angriff gefunden habe, den ich gefunden habe. Und das hat zu diesem Angriff geführt. Und das zeigt, wie ich in meiner Doktorverteidigung falsch war. Um den Angriff zu erklären, möchte ich den 4-Vega-Handshake anzeigen. Dann werde ich den praktischen Auswirkungen meines Angriffs reden und dann über ein paar Mythen aus dem Internet reden. Und dann haben wir ein paar Sachen, die wir daraus gelernt haben, aus den Forschungsergebnissen und aus dem, was wir herausgefunden haben. Okay, lass uns den Angriff gegen den 4-Vega-Handshake anschauen. Was genau ist dieser 4-Vega-Handshake? Der 4-Vega-Handshake-Austausch wird immer benutzt, wenn man mit einem WLAN-Netzwerk sich verbindet. Ob es jetzt einem normalen Home-Netzwerk mit einem ausgeteilten Passwort ist, aber auch wenn man auf ein Enterprise-Netzwerk sich verbindet. Und die Aufgabe davon ist, festzustellen, dass man den richtigen das Passwort weiß und außerdem wird das Passwort ausgehandelt. Und wie ich gesagt habe, der Handshake scheint richtig sicher zu sein, weil es keine Angriffe gibt, die bekannt sind, wenn man davon ausgeht, dass ein sicheres Passwort benutzt wird. Und außerdem, der 4-Vega-Handshake ist bewiesen sicher. Und der Verschlüsselungsalgorithmus danach, AES, CCMP, ist auch formal als sicher bewiesen worden. Aber trotzdem haben wir einen Angriff gefunden, obwohl wir diese ganzen formalen Beweise haben, obwohl das Protokoll seit Jahren benutzt wird.
Was ist da schiefgelaufen? Um das ein bisschen näher zu erklären, werde ich erklären, wie der Vier-Wege-Handshake funktioniert, der Vier-Wege-Austausch. Wir haben den Client auf der rechten Seite und den Access Point auf der linken Seite. Um den Vier-Wege-Austausch zu beginnen, muss ein vorher ausgeteiltes Geheimnis existieren. Zu Hause ist das im Endeffekt das Passwort von dem Netzwerk, aber wenn man ein professionelleres Netzwerk hat, zum Beispiel wenn man ein Benutzernamen und ein Passwort benutzen muss, dann wird 8.02 zum Beispiel Radius-Authentifikation verwendet. Die Details sind jetzt nicht so wichtig, aber nach dieser Authentifikationsphase existiert ein geteiltes Geheimnis zwischen dem Client und dem Zugriffspunkt, dem Access Point. Wenn wir dieses geteilte Geheimnis haben, können wir den Austausch beginnen. Die ersten Nachrichten übertragen eine zufällige Zahl zwischen den beiden Geräten. Der Access Point wird eine Access Point in der Anons erstellen und diese an den Client weitersenden. Der Client wird daraufhin seine eigene Zufallszahl erstellen, des Supplicant S-Nuns, und wird diese Zufallszahl auch zu den Access Points senden, in der zweiten Nachricht. Jetzt, wo beide Geräte die Zufallszahlen der jeweils anderen haben, wird ein Session Key erstellt. Wir benutzen den Pre-Shared Key, benutzen zusätzlich die beiden geheimen Zahlen und dann wird der PKK erstellt. Ich möchte jetzt hier ein bisschen genauer feststellen, ihr habt vielleicht davon gehört, über Schlüsselwiederbenutzung mit Nonce-Neubenutzung. An der Stelle möchte ich bemerken, dass es nicht um die S-Nonce oder die A-Nonce geht. Also A-Nonce und S-Nonce nicht vorhersehbar, also vollkommen zufällig. Nonce-Reuse, welcher passieren wird, ist während des Verschlüsselungsalgorithmus. Das ist die erste Stufe des Four-Way Handshakes. In der zweiten Stufe des Four-Way Handshakes it basically confirms that both parties negotiate the same PTK, the same encryption key. Dabei reden sie darüber, dass sie den gleichen Schlüssel tatsächlich benutzt haben. Und der Server sendet dem Client eine Nachricht, der Client verifiziert das und der Client sendet zurück zum Access Point, sodass auch der verifizieren können. Sobald diese vier Nachrichten ausgetauscht werden konnte, werden beide Client und Access Points den ausgetauschten Schlüssel benutzen, installieren in den Treiber. Jetzt haben wir den Vier-Wege-Handshake beschrieben. Nun brauche ich bloß noch eine weitere Sache beschreiben, nämlich wie funktioniert Verschlüsselung in einem WLAN-Netzwerk. Hier ein Beispiel mit, wir haben hier ein bisschen Plaintext-Daten. Das allererste, was wir tun werden, ist, wir nehmen den Sitzungsschlüssel und wir werden das mit der Paketnummer verbinden. Die Paketnummer wird Nonce genannt in dem Fall. Die Paketnummer wird immer wieder inkrementiert um 1 und die Idee bei dieser Sache ist, dass wir einen einzigartigen Schlüssel pro Paket haben. Die Verschlüsselung funktioniert relativ einfach. Wir nehmen diesen Key. Wir machen daraus einen Stream-Cipher, wir XORen die Plaintext mit dem Keystream und dann kriegen wir den verschlüsselten Daten. Dazu kommen noch ein bisschen Paket-Header mit Nonce und so weiter und dann kann der Empfänger das Paket entschlüsseln. Stream-Cipher mit einzigartigen Schlüssel pro Paket. Es gibt ein einziges Voraussetzung in diesem Schema, nämlich in
dass die Nonce in jedem, in der Session bloß einmal benutzt wird, solange wir den gleichen Session Key haben. Ansonsten kann man nämlich bei, wenn man die Nonce neu benutzt, kann man wiederholt gesendete Noncen die Pakete fälschen. Ist diese Nonce tatsächlich bloß einmal benutzt, ist jetzt die Frage, die wir uns stellen. Es wird immer um 1 erhöht, deswegen ist die einzige Frage, die bleibt, womit wird diese Paketnummer initialisiert? Und die Antwort dazu ist, klar, es ist, die Nonce wird mit 0 initialisiert. Zuerst macht das sehr viel Sinn. Wir initialisieren die Nummer mit 0 und wir erhöhen sie bei jedem Paket um 1. Also klar wird diese Nonce, wird jede Nonce-Value genau einmal verwendet werden. Leider ist das nicht der Fall. Und der Grund, weshalb diese Nonce-Value wiederholt wird, oder manchmal mehr als einmal benutzt wird, ist, weil wir eine Wiederinstallation des Sessions PDKs erzwingen und dann wird die Nonce wieder auf 0 gesetzt und dann werden die Nonce-Values erneut verwendet. Wie können wir einen Schlüssel erneut installieren zu zwingen? Lass uns doch mal dieses Beispiel anschauen mit dem Client auf der linken Seite und dem Access Point auf der rechten Seite. Wir haben auch noch zusätzlich einen Angreifer, der in der Mitte sitzt. Der Angreifer wird einen sogenannten kanalbasierten Man in the Middle-Position einnehmen. Der Angreifer ist jetzt noch nicht in der Lage, die Pakete zu entschlüsseln. Dieser Man in the Middle ist ausschließlich da, dass wir zuverlässig Pakete abfangen können und sie nochmal erneut senden können. Wir können eine Verschlüsselung auch nicht aufbrechen. Wie wir diese Position bekommen, ist, wir nehmen alle Punkte, die der Access Point zum Beispiel auf Kanal 6 sendet, alle Pakete, die er sendet, fangen wir sie und senden sie erneut auf einem anderen Kanal, zum Beispiel Kanal 1. Und damit klonen wir den wirklichen Access Point auf einem zweiten Kanal. Und dann zwingen wir den angegriffenen Victim auf unseren eigenen Kanal. Wenn jetzt ein Angreifer diese Man-in-the-Middle-Position einnimmt und wird bei dem ersten Stage des 4-Vega-Handshakes, dann wird gar nichts modifiziert. Egal welche Authentifizierung er benutzt, wir leiten die Pakete einfach weiter. Und auch die ersten 3 Pakete des 3-Way-Handshakes. Der Angriff beginnt, wenn der Client das Paket 4 sendet. Und anstelle die Nachricht weiterzuleiten zum Access Point, senden wir es nicht weiter. In unserer Situation bedeutet das, wir blockieren die Nachricht einfach. Was hier dran interessant ist, dass von der Sicht des Clients war der Handshake erfolgreich. Es hat die Nachricht 4 bekommen, es hat Nachricht 5 beantwortet und es vermutet, dass der Handshake fertig ist. Das heißt, der Schlüssel wird fertig installiert. Also ein bisschen mehr Platz. Der Client denkt, dass der Handshake fertig war, aber der Access Point hat die Nachricht 4 noch nicht bekommen. Und der Access Point wird versuchen, die Verbindung wieder aufzubauen und sendet die Nachricht 3 erneut. Und wir als Angreifer werden diese Nachricht dem Client weiterleiten. Der Client wird die wiederholte Nachricht akzeptieren und dann sagt der Wi-Fi-Standard, wenn man eine neue gesendete Nachricht 3 hat, dann wird eine neue Nachricht 4 gesendet. Und danach wird der Verschlüsselungsschlüssel erneut installiert. Wenn wir diese erneut gesendete Nachricht 3 bekommen, wird eine neue Nachricht 4 gesendet, aber diese neue Nachricht 4 ist schon auf der Link-Layer verschlüsselt und diese ganzen Handshake-Nachrichten sind ganz normale Datenframes und wir haben schon einen Verschlüsselungs-Key und können damit schon Datenframes verschlüsseln. Alle Implementationen, die wir getestet haben, wird diese vierte Nachricht in einer verschlüsselten
Art und Weise senden. Der WLAN-Standard, wenn die Nachricht, wenn es erneut gesendet wird, muss laut Spezifikation Klartext gesendet werden, aber alle Implementationen, die wir getestet haben, wird diese Nachricht verschlüsseln. Und dieses Problem werden wir später ausnutzen. Wenn der Client die Nachricht 3 erneut empfängt, wird er den Schlüssel erneut installieren. Und damit wird diese Übertragung sonst zurückgesetzt. Das heißt, wenn der Client jetzt ein neues Datenframe sendet, dann wird es denselben Nonce-Value erneut versenden, Nonce-Value 1 erneut verwenden und damit ist Nonce-Reuse und wir haben Keystream-Reuse und jetzt können wir das benutzen, um das Datenframe zu entschlüsseln. Wie werden wir das jetzt genau missbrauchen? Weil wir müssen den Keystream, der verwendet wird, aufnehmen. Und wir haben hier die Nachricht 4. Die wird in Klartext gesendet und eine erneute Senden in einer verschlüsselten Art und Weise. Das ist ein kleiner Unterschied zwischen diesen beiden Nachrichten, aber wir haben eine Nachricht und einen Plaintext und das Einzige, was wir machen müssen, ist die beiden mit XOR miteinander verknüpfen. Dann haben wir den Keystream für die Nonce-Wert 1. Und die Datenstream hier unten wird auch den Wert 1 benutzen, das heißt, wir können wieder XOR verwenden und damit können wir die Pakete entschlüsseln. Und damit haben wir WPA2 besiegt. Thank you. Vielen Dank. So that describes the attack against das beschreibt den Angriff gegen den Vier-Wege-Handshake. Der Vier-Wege-Handshake ist nicht die einzige Form des WLAN-Handshakes, die verwundbar ist, sondern es gibt auch noch andere. Die werde ich jetzt nicht alle im Detail erklären. Wenn ihr die genauen Details wissen wollt, dann lest bitte mein akademisches Papier. Ich werde jetzt bloß die Idee hinter den Handshakes erklären. Der Group Key Handshake ist auch verwundbar. Der Group Key Handshake wird verwendet, um den Group Key von dem Access Point zum Client zu bringen. Dieser wird für Broadcast verwendet. Der FD Handshake wird verwendet, wenn zwei Access Points des gleichen Netzwerks miteinander reden wollen. Weiterer Handshake, der verwundbar ist, ist der TDLS Handshake, wenn zwei Clients miteinander reden wollen. Im Folgenden werde ich den praktischen Einfluss dieser Attacken weiter erklären. Ein allgemeiner Schlüsselneuverwendung ist im Folgenden problematisch. Die Device kann Smartphone, Laptop oder ein Toaster sein. Selbst die haben Wi-Fi. Oder es kann natürlich auch ein Access Point sein. Wenn ein Client oder ein Access Point verwundbar ist, dann ist das Erste, was passiert, wenn das Gerät irgendwann verschlüsselte Datenpakete sendet, dann können wir das Gerät dazu zwingen, die Nonce neu zu benutzen. Aber das ist nicht das Einzige, was wir tun können. Wir können auch verschlüsselte Pakete zu dieser Device replayen, also neu senden. Das heißt, warum können wir das tun? Weil nicht nur die Nonce-Value resettet wird, sondern auch die Replay-Value wird auch resettet. Diese Replay-Value geht normalerweise darum, dass man replayte Pakete erkennt. Da sie aber zu Null zurückgesetzt wird, können wir einfach Pakete neu senden. Das ist so die allgemeine Einfluss von Key-Neubenutzung, aber es gibt auch noch andere Faktoren, die den Einfluss beeinflussen. Eines der größten Probleme damit ist, dass der Verschlüsselungsalgorithmus, der benutzt wird, das ist AES-CCMP.
Es gibt keinerlei praktikable Angriffe. Das heißt, das Einzige, was wir tun können, ist replayen und decrypten. Forgen können wir die Pakete damit noch nicht. Also wir können sie nicht spoofen, wir können sie nicht uns neue Pakete ausdenken. Das ist ein Stream Cipher, das heißt, wir können damit keine Pakete neu. Es gibt aber auch noch WPA-TKIP, das ist ein anderes Verschlüsselungsverfahren, und dort ist es möglich, dass neue Frames erstellt werden können, als seien sie von dem Gerät, das wir angreifen, gesendet worden. Bei AES, CCMP ist das nicht möglich, und da das häufigste Protokoll ist, hatten wir da Glück. Es gibt auch einen neuen Algorithmus, der langsam verwendet wird. Er wird langsam unter dem Namen YGIG veröffentlicht. Und in dieser Situation ist der Key Reinstallation Angriff der schlimmste. Das heißt, wir können den Authentifizierungsschlüssel herausfinden. Und wenn wir GCMP verwenden, dann wird derselbe Schlüssel in beide Richtungen benutzt. Das heißt, bei GCMP können wir Frames vom Client zum Access Point senden und außerdem auch solche, die vom Access Point zum Client gesendet werden. Wobei WPA-TKIP nur Pakete neu erstellen können, die so aussehen, als seien sie von dem angegriffenen Gerät versendet werden. Das ist ein bisschen komisch, weil GCMP ist der neueste Standard, der beste. Und da ist der Angriff noch viel schlimmer. Darum haben wir Glück, wenn wir ihn 10 Jahre später gefunden hätten und all diese neuen Verschlüsselungsverfahren benutzen würden, dann wäre das Problem viel größer. Außerdem ist doch so ein bisschen die Frage, welchen Handshake wir benutzen. Wenn wir den Group Handshake angreifen, dann können wir nur Broadcast- und Multicast-Frames senden. Warum können wir die nicht entschlüsseln? Und der Grund dazu ist, dass wenn wir den Gruppen-Key-Handshake angreifen, dann können wir nur den gegen den Client angreifen, und der sendet nie Broadcast-Frames. Aber warum sendet der Client nie Broadcast-Frames? Ja, der Grund ist relativ einfach. Wir haben ein Netzwerk-Layout wie das hier, und der Client links möchte einen Broadcast an alle anderen senden. Der Client wird den zu sendenden Data Frame als Unicast zum Access-Gerät senden und wird ihn noch nicht als mit dem Gruppenschlüssel verschlüsseln. Der Access Point wird dieses zu allen angeschlossenen Clients senden. Und dort wird der Gruppenschlüssel zuerst verwendet werden. Und damit kann bewiesen, oder das führt dazu, dass alle, die vom Access Point zugegriffen werden können, das richtige Paket bekommen. Und in dieser Situation greifen wir nur den Client an, das heißt, wir können nur Broadcast Frames erneut senden. Damit ist der Angriff nochmal weniger schlimm. Broadcast Data erneut zu senden ist in der Regel weniger schlimm. Aber manche Home-Automatisierungsgeräte könnten das versenden, zum Beispiel den Lichter ein- oder ausschalten. Das heißt, die Situation ist jetzt nicht so schlimm, aber es kann auch verwendet werden, je nachdem, welche Geräte man verwendet, welche Protokolle man verwendet. Der andere Handshake, der angegriffen werden kann, ist der Vierwege-Handshake. Das haben wir schon diskutiert. Wir können die Clients angreifen, das heißt, wir können Pakete erneut senden und entschlüsseln. Und abhängig davon, welcher Verschlüsselungsverfahren verwendet wird, können wir auch unsere eigenen Frames versenden. Der FT-Handshake ist aber interessanter. Und das ist, wer wird benutzt, wenn man von einem Access Point zum nächsten roamt. Und hier können wir den Access Point angreifen. Und darüber hinaus, wenn wir den
verwenden, brauchen wir nicht mit den Man-in-the-Middle-Situation. Lass uns doch mal mit diesem Beispiel erklären. Der Client möchte verbinden und der FT-Handshake beginnt. Auf dem hohen Level ist der FT-Handshake das gleiche wie der Four-Way-Handshake, aber der große Unterschied ist, dass der FT-Handshake der Client der erste Handshake-Nachricht sendet. Beim Vier-Wege-Handshake war es genau andersrum. Das heißt, das ist quasi das gleiche wie der Vier-Wege-Handshake, nur dass es andersrum passiert. Wir tauschen wieder zufällige Zahlen zwischen den Geräten aus. Sie installieren den Session Key und am Schluss bestätigen Sie noch, dass Sie den gleichen Verschlüsselungsschlüssel verhandelt haben. Ich möchte noch ein bisschen über die letzte Phase reden. Die dritte Anfrage wird vom Client gesendet, das ist ein Reassociation Request, und dann sendet der Server die Antwort und erst daraufhin wird der Session Key installiert. Daraufhin können wir dann verschlüsselte Datenframes senden. Was wir jetzt als Angreifer tun können, ist, wir können den Reassociation Request und replayen ihn. Hier gibt es nämlich keine Replay Protection für den Handshake. Das heißt, wir nehmen einfach den Frame, dieses Paket, und wir senden es nochmal an den Access Point. Der wird es akzeptieren und es wird eine neue Assoziation vorgenommen. Bisher ist es noch kein Problem, aber das Problem hier ist, dass der Access Point den Session Key neu installieren wird. Und das ist genau das Problem. Hier wird die Nonce wieder auf 0 zurückgesetzt. Daraufhin wird wieder die Nonce Value 0 benutzt, um die Datenpakete zu senden. Das heißt, wir können wieder den Keystream recovern und damit weiter angreifen. Wir brauchen hier keine Man-in-the-Middle-Position, weil hier keine Replay-Protection existiert. Beim Vier-Wege-Handshake gibt es einen Sequence-Counter, der das verhindert. Aber beim FD-Handshake gibt es sowas nicht. Wir können die Nachrichten einfach nehmen und einfach neu versenden. Wir brauchen keine Man-in-the-Middle-Position, um die Retransmission zu triggern. So, auszulösen. Das ist die Erklärung für den FD-Handshake. Eine weitere Sache, die den Einfluss unserer Angriff beeinflussen kann, ist das Betriebssystem unseres Geräts. Zum Beispiel iOS und Windows sind zusammen Vier-Wege-Handshake nicht angreifbar. Sie nehmen nämlich keine Retransmissions von der dritten Nachricht an, folglich können wir sie nicht benutzen. Die erste Bemerkung, die ich dazu machen möchte, ist, dass wir den Group-Cree-Handshake immer noch attackieren können. Wenn wir uns iOS 11 haben, dann wird wieder die verwundbare Vier-Wege-Handshake verwendet, sodass wir es dann wieder angreifen können. Auf Linux ist es nicht besonders viel besser. Der WLAN-Client ist WPA-Supplicant, sowohl auf Android als auch auf anderen Linux. Wenn wir auf dieser Plattform eine Reinstallation verursachen, dann wird es einen ausgenullten Verschlüsselungsschlüssel installieren. Ab diesem Punkt ist es natürlich vollkommen trivial, die Daten zu entschlüsseln, die der Client sendet. Warum passiert das? Ich kann es sogar ein bisschen verstehen, warum das falsch gelaufen ist. Also insofern werde ich erzählen, was die Implementation falsch tut.
Wie kommt es dazu, dass ein Nullschlüssel installiert wird? Wir haben jetzt ein Android-Gerät, das sich mit einem Access Point verbindet. Und lass uns ein bisschen mehr den Android-Installationen anschauen. Wir haben zwei Identitäten. Wir haben den WPA-Supplicant. Das ist das Handshake-Icon. Und wir haben noch eine weitere Entität, das ist der Linux-Kernel. Und das ist der Linux-Kernel, der dafür die Datenframes verschlüsseln wird. WPA-Supplicant wird nur den Vier-Wege-Handshake durchführen. Und natürlich vermuten wir, dass wir als Angreifer in der Nähe sind und wir haben wieder diese Man-in-the-Middle-Position. Was muss ein Angreifer machen, um diese Null-Schlüssel zu installieren? Ja, die erste Phase des Vier-Wege-Handshakes lassen wir einfach durchlaufen. Und wenn der Access Point die vierte Nachricht sendet, dann leiten wir sie weiter an Android. Android wird die Nachricht 4 senden. Und wir werden erneut die Nachricht 4 blockieren. Das heißt, der Access Point kriegt sie nicht. Dieselbe Situation wie beim Four-Way-Handshake vermutet es, dass alles fertig ist. Und installiert den Verschlüsselungs-Key. Es befiehlt den Linux-Kernel, den neuen Schlüssel im Treiber zu installieren. Der Treiber selber wird eine Kopie des Verschlüsselungs-Key machen und ihn lokal speichern. Und dann kann der Treiber die Frames verschlüsseln und entschlüsseln. Das heißt, WPA-Supplicant muss diesen Schlüssel nicht weiter speichern, also wird es ihn löschen. Was als nächstes passiert, wenn wir den Angriff weitergehen, ist, dass der Zugriff die Nachricht erneut sendet, Nachricht 3 erneut sendet, weil es die 4 nicht bekommen hat. Es akzeptiert die Nachricht 4 mit Nachricht 4 und es wird den Linux-Kernel wieder sagen, hallo, installiere diesen Verschlüsselungs-Key an dieser Adresse im Arbeitsspeicher. Aber dieser Bereich ist inzwischen Nullen, weil der Schlüssel gerade gelöscht wurde. Also jetzt befehlt er den Linux-Kernel, einen Nullschlüssel zu installieren. Und der Linux-Kernel und Treiber hat damit überhaupt kein Problem und wird den Null-Verschlüsselungsschlüssel installieren. Und von jetzt an werden alle Schlüssel, alle Daten mit einem bekannten Schlüssel verschlüsselt werden. Und wir können auch beliebigen Traffic zum Client senden. Wir sind ein Rogue Access Point und wir können beliebigen Daten an den Client senden und die Daten manipulieren. Thank you. So, after this, you might be wondering, well, gee, als nächstes die Frage ist, ist mein Gerät angreifbar? Und die eigenen Geräte können mit diesem Skript getestet werden. Es ist auf GitHub. Ich habe das Skript mit Kali Linux und Arch Linux getestet, auch auf Ubuntu, also versucht eins von diesen Distributionen zu verwenden und ich empfehle auch ein WLAN-Dongle, das wir ja schon mal getestet haben. Wenn unsere Testscripts mit älteren WLAN-Geräten verwendet wird, dann gibt es da eventuell ein paar Bugs, die dazu führen, dass unser Skript nicht ordentlich durchläuft. Und eine andere Möglichkeit, dass das Skript ordentlich läuft, ist die Hardware-Verschlüsselung auszuschalten. Und damit können Client-Geräte getestet werden, den Four-Way-Handshake und den Group-Key-Handshake. Man kann auch den Access-Point testen gegen FT-Verschlüsselungsangriffe. Wenn ihr jetzt sehen wollt, welche Geräte angreifbar sind, dann werdet ihr sehen, dass ziemlich viele Clients immer noch angreifbar sind mit unseren Angriffen. Glücklicherweise können wir den Access Point so modifizieren, dass solche Angriffe gegen den Client durchgehen. Wir können den Access Point modifizieren, sodass diese Nachricht 3 nie erneut sendet und dass es auch nie die erste Nachricht des Gruppenschlüssel-Handshakes sendet. Und ein so modifizierter Access Point, dann können auch die meisten Angriffe nicht gegen den Client gefahren werden. Es gibt immer noch ein paar Randfälle, wo der Client angegriffen werden kann, aber die sind sehr selten. Und wenn wir unseren Access Point so modifizieren, dann sind die ganzen Clients relativ sicher. Weil wir die einige Nachrichten nicht mehr erneut senden, kann es sein, dass insbesondere in einem Problem, also in einer mit einer unsicheren, in einer schlechten Verbindung,
kann sein, dass der Handshake fehlschlägt, weil es einfach schwierig ist. Wenn ihr einen Router habt, der gegen unseren Angriff sicher ist und der Hersteller sagt, dass der dagegen ist, dann bedeutet es auch lange nicht, dass der Access Point diese Gegenmethodiken verwendet. Das sind einfach zusätzliche Verteidigungsmethoden. Nur wenn der Hersteller sagt, dass unsere Patches auch die Client-Angriffe schützt, oder gegen die Client-Angriffe schützt, dann ist der Client auch geschützt. Jetzt möchte ich noch ein paar Mythen aufklären, die im Internet herumfliegen. Zuallererst, manche Leute behaupten, dass es reicht, nur den Client oder nur den Access Point zu patchen, aber das ist nicht richtig. Beide sind verwundbar und sowohl Client als auch Access Points müssen Patches installieren. Auch wenn der Access Point den Patch installiert, sind die Clients immer noch verwundbar, falls sie selber verwundbar sind. Das heißt, man kann das trotzdem verhindern mit den zusätzlichen Patches, von denen ich gerade erzählt habe. Manche Leute sagen, ja, das funktioniert nicht so richtig, weil man ja relativ dicht zu dem Netzwerk sein muss. Aber das stimmt nicht. Wir können besondere Antennen benutzen, um von ganz weit weg WLAN-Verkehr über ganz lange Verbindungen machen. Diese Antennen können wir zum Beispiel aus irgendeinem alten Metallgegenstand oder so bauen. Das heißt aber insbesondere, man muss nicht physisch nah an dem Netzwerk sein, um es anzugreifen. Man kann auch relativ weit weg sein. Eine andere komische Bemerkung zu der Angriff ist, dass man zum Netzwerk verbunden sein muss, aber das stimmt nicht. Man braucht das Passwort nicht von dem Netzwerk. Das Einzige, was man braucht, ist, dass man nah dran ist. Man muss ein bisschen Pakete manipulieren können, aber man muss überhaupt nichts über das Netzwerk wissen. Man muss nur wissen, das Netzwerk ist da, man muss die Clients kennen und man kann anfangen anzugreifen. Eine weitere Bemerkung ist, Dinge, die direkt nach dem Handshake passieren, das ist nicht wirklich interessant, weil an diesem Punkt senden die Devices irgendwie sowas wie eine neue TCP-Verbindung oder DNS-Requests oder DHCP-Requests. Es ist keine sinnvolle Information gesendet. Leider ist es nicht wirklich richtig als Client, weil wir können als Angreifer einfach den Client ein bisschen das Internet benutzen lassen und ihn TCP-Verbindungen öffnen lassen und so weiter. Und während der Client jetzt das Opfer browse, können wir einen neuen Four-Way Handshake enforcen, was daraufhin folgt ist, dass all die gequeuten TCP-Streams neu gesendet werden. Das heißt, wir können als Angreifer einfach auf vermutlich interessante Daten warten, ihn disconnecten und den neuen Vier-Wege-Handshake angreifen. Dann können wir auch die interessanten Daten entschlüsseln. Noch eine weitere Sache, die das schwer machen könnte, ist, dass Channel-Based Man-in-the-Middle ein bisschen schwer ist. Aber nein, man muss nicht eine stärkere Signalstärke haben als der echte Access Point, weil wir können besondere WLAN-Pakete senden, Channel Switch Announcements, welche vom Client verlangen, dass der Channel gewechselt werden soll und damit unseren attackierenden Access Point benutzen. Das heißt, wir können einen Client dazu manipulieren, unseren Access Point zu benutzen. Diese Frames werden nicht signiert, das heißt, wir können sie einfach fälschen.
andere Leute sagen, die Komplexität des Angriffs ist so groß, dass es ein bisschen Wissen darüber braucht, über WLAN und so weiter. Aber tatsächlich muss man diesen Angriff ja bloß einmal schreiben als ein Skript und dann können andere Leute das Skript benutzen. Zum Beispiel, das gleiche gilt ja auch für Stack Overflows, Buffer Overflows und so weiter. Der initiale Proof of Concept mag schwer sein, aber nachdem man das gemacht hat und das in Metasploit oder so getan hat, braucht man bloß noch irgendwie ein Shell-Skript hinzufügen. Ein weiterer Missverständnis, das ich manchmal merke, ist, dass wenn Leute sagen, wenn man AES CCMP verwendet, dann ist der Angriff nicht so schlimm. Stimmt auch nicht. Der einzige Vorteil von AES CCMP ist, dass der Angreifer nicht mehr neue Pakete oder gefälschte Pakete senden kann. Es kann immer noch entschlüsseln und erneut senden. Und zum guten Letzt, manche Leute sagen, dass Enterprise-Netzwerke dagegen sicher geschützt sind, weil zum Beispiel diesen Vier-Wege-Handshake nicht benutzen, aber leider ist das auch nicht richtig. Sogar diese Netze benutzen den Vier-Wege-Handshake und können damit auch angegriffen werden. Und dann gibt es einige Leute, die sagen, WPA2 ist jetzt komplett kaputt, das ist das Ende der Welt und wir haben alle riesige Probleme. Das ist auch nicht wirklich der Fall. Wir können diese Vulnerabilities patchen in einem rückwärtskompatiblen Art und Weise und es ist wirklich eine Frage, was für Geräte man verwendet im eigenen Netzwerk und manchmal ist der Impact sehr klein und manchmal ist der Impact sehr groß. Also wenn man ein Linux-Gerät hat, dann kann ein Angreifer damit machen, was auch immer er oder sie möchte. Jetzt die letzte Frage ist, was können wir davon lernen von diesem Angriff und von der Forschung, die dahin geflossen ist? Eine der wichtigsten Fragen und Beobachtungen ist, warum ich diesen Angriff sehr mag, ist, dass der Vier-Wege-Handshake bewiesen wurde, dass er sicher ist. AES ist auch bewiesenerweise sicher, aber wenn wir die beiden zusammen verwenden, dann verlieren wir auf einmal alle Sicherheit. Und das ist ein signifikantes Problem. Und was es uns beweist, ist, dass obwohl individuelle Teile wirklich untersucht wurden und formal analysiert wurden, müssen wir auch die Verbindungen zwischen diesen Entitäten überprüfen. Wir müssen auch beweisen, dass diese Sammlung von diesen beiden Werkzeugen sicher ist. Und der Beweis dieses Vier-Wege-Handshakes, wird der Handshake sehr abstrakt modelliert. Und der Beweis, da werden Erneutsendungen von Nachrichten nicht dargestellt. Und das heißt, wir müssen sicherstellen, dass wir auch die Verbindung von diesen unterschiedlichen Entitäten analysieren müssen, aber auch die abstrakten Modelle, die verwendet werden, real sind. Eine weitere Sache, die wir lernen können, ist, dass wir die Protokolle und auch die Implementationen einfach halten sollen. Das heißt, wenn man jetzt WPA Supplicants 2.6 analysiert, wenn wir diese Sache uns selber anschauen, dachten wir erst, dass die Schlüsselreinstallationsangriffe nicht problematisch sind, aber als wir die Firmen darüber informierten, wurden auch gegen diese Version ein Angriff gefunden. Und wir haben diesen Angriff nicht gefunden, weil WPA Supplicant 2.6 ziemlich komplex ist. Und es ist sehr komplex, das zu verstehen. Die eine Möglichkeit ist, dass das Protokoll einfach gehalten wird. Und das zweite ist, dass Implementation formal verifiziert werden kann. Natürlich können wir nicht allen Code formal verifizieren, aber diese ganzen kryptografischen Protokolle, die sehr wichtig sind, zumindest sollten wir uns die genau genug anschauen. Was auch sehr interessant ist, ist, dass ich ein Dokument der CIA gefunden habe, ist, dass komplexe Implementationen oder Protokolle schlecht sind. Die CIA empfiehlt Leuten, wie man Hintertüren gut implementiert, und wenn sie sagen, wie sollen Daten
zu uns gesendet werden. Ja, verwendet Verschlüsselung, aber keine Riki-Funktionalität, weil das so viele zusätzlichen Features braucht. Und diese zusätzlichen Features sind einfach zu komplex oder führt zu mehr Komplexität und das führt zu Fehlern. Außerdem muss der Standard genau spezifiziert werden, so genau wie möglich. Der originale WPA2-Standard war ein bisschen vage. Er definierte nicht die State Machine. Die State Machine definiert, was eine Implementation machen soll, wenn sie eine Nachricht empfängt. Aber sie definiert nicht, was eine Implementation machen soll, wenn es eine unerwartete Nachricht empfängt. Also es definiert nicht die Reihenfolge, in der die Nachrichten akzeptiert werden sollen. Das ist eine Erweiterung des Standards, der diese Nachrichten besser definiert, aber sogar dieser Standard ist ein bisschen vage. Und weil der originale Standard ein bisschen vage war, dann kann ich iOS und Windows gut verstehen, warum sie den Standard anders interpretiert haben, weil es war sehr einfach, den anders zu interpretieren. Zu diesem Thema, ich erzähle euch, ich leite einen Workshop, der wie man Sicherheitsprotokolle schreibt, also Protokolle, die verschlüsseln. Dort könnt ihr vielleicht einen Vortrag submitten, einsenden. Was können wir davon lernen? Wie können wir die Veröffentlichung einer Verwundbarkeit wie dieser koordinieren? Das ist keine normale Verwundbarkeit. Es beeinflusst fast alle Händler von WLAN-Karten. So wem sagt man zuerst Bescheid? Wem sagt man überhaupt Bescheid? Ich kann euch ein bisschen erzählen über die Strategie, die wir verwendet haben. Wir haben zuerst geschaut, ist das wirklich eine so große Verwundbarkeit? Ist es überall tatsächlich drin? Wir wollten nicht unnötig Firmen kontaktieren. Wir haben erstmal ein paar ausgewählte Händler benachrichtigt, und dann haben sie gefragt, ob das bei den Händlern auch funktioniert. Und die Händler haben dann geschaut, oh ja, tatsächlich, unsere Geräte sind dagegen verwundbar. So, das heißt, das hat uns bestätigt, dass dieses Problem tatsächlich sehr breit vorhanden war. Und an diesem Punkt haben wir uns gedacht, es ist tatsächlich ein Problem mit dem Standard und viele, viele Firmen werden ein Problem damit haben. Das heißt, wem werden wir jetzt Bescheid sagen? Natürlich haben wir die großen Firmen allen Bescheid gegeben, aber wie haben wir das jetzt gemacht? Wir haben uns auf ein Cert-Team verlassen. Sie haben die komplette Sache koordiniert. Eine andere Sache, die man tun könnte, wenn man nicht weiß, wer davon betroffen ist, wir könnten einfach einen Händler fragen, welche anderen Händler vielleicht auch noch verwundbar sein könnten. Ein Ding, was ein bisschen komplizierter ist hier, man möchte an sich so viel wie möglich Händlern Bescheid sagen, aber man kann irgendwie auch nicht allen Bescheid sagen. Weil wenn man alle benachrichtigt, dann wird die Chance eines Leaks gegen 1 konvergieren. Eine Frage ist, wie lange soll man den Herstellern geben, wie viel Zeit soll man denen geben, bis zwischen Sagen und der Veröffentlichung? Auf der einen Seite, man kann eine lange Periode geben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die ganzen Details veröffentlicht werden, steigt einfach.
Andererseits, wenn die Embargo-Periode zu kurz ist, dann gibt es nicht genug Zeit, um ein Patch einzufügen. Was wir im Endeffekt gemacht haben und was ich auch in der Zukunft wieder machen würde, ist es schwer, so eine Deadline zu definieren. Entscheidet euch trotzdem für eine Deadline, damit alle Leute wissen, woran sie sind. Außerdem möchte ich jetzt Zert und Ikasi danken, dass sie die ganze Koordination gemacht haben. Und außerdem Cisco, die auch viel gute Informationen gegeben haben. Damit sind wir am Ende des Talks. Wir haben einen Angriff gegen den WPA2-Standard diskutiert. Der spannendste Punkt dieser Research ist, dass WPA2 bewiesenerweise sicher war, aber wir haben trotzdem nach mehr als einem Jahrzehnt diesen Fehler gefunden. Und noch mehr als das ist nicht nur ein theoretischer Angriff, sondern man kann ihn in der Welt benutzen. Und um dagegen zu schützen, sollte man alle Clients updaten und auch überprüfen, ob die Access Points problematisch sind. Damit haben wir noch ein bisschen Zeit für Fragen und Antworten. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, einfach an die Mikrofone gehen. So. Do we have any questions? There's mics everywhere, so please. Sind überall Mikrofone im Saal? Directly here in front on mic number one. Yes. Ja. Sie meinten, dass GCMP noch stärker angreifbar sind. Wissen Sie, ob es irgendwelche Standardisierung stattfindet, wie man andere verwendet, die nicht so leicht angegriffen werden können? Ja, es gab einige Vorschläge, wie man den Algorithmus davor schützen kann, dass die Nonce wieder benutzt wird. Soweit ich das verstehe, ist das noch so ein bisschen Forschungsgebiet. Es gibt Verschlüsselungsalgorithmen, wo Nonce Reuse nicht so schlimm sind. Sie existieren, aber sie werden noch nicht so richtig benutzt. Ja, es gibt wohl Standardisierung. In ITF Standardization. ITF Standardisierung, aber ich frage jetzt bei WLAN-Standards, ob dort ein entsprechender Plan, entsprechende Version von AES zu verwenden. Und würden Sie GCN-Modus verwenden? Ist dieser Zufallsinitialisierungsvektor möglich, wenn man da 96 Bits verwenden würde? Dann wäre der Impact nicht so groß. Also um die erste Frage zu beantworten, mir ist nicht klar, dass der WLAN-Standard, dass man den Standard modifiziert hätte, einen Nonce-Misuse-resistenten Cipher verwenden kann. Es gibt Bestrebungen in die Richtung, aber sie werden zurzeit noch nicht eingearbeitet werden, weil sie zurzeit wird die Technologie noch nicht als so ausgereift angesehen. Wenn ich die zweite Frage richtig verstanden habe, es gibt Verschlüsselungsalgorithmen, wo die Nonce überall random ist. GCM Standard, there are two possibilities. Mm-hmm. One deterministic. Es gibt zwei Standards für GCM. Einer ist deterministisch und der andere ist zufällig. Random initialization vector is that you may have a bad random generator and that it can go wrong there and that that you still have das Problem mit einem zufälligen Algorithmus ist, dass wir einen vernünftigen Zufallszahlengenerator brauchen. Ansonsten können wir mit einem schlechten Zufallszahlengenerator andere Angriffe möglich machen. Es gibt da ein Papier, was andere Angriffe gezeigt werden, weil die Nonce halt dann doch nicht wirklich random ist, weil die Implementierung irgendwie zweimal die gleiche Nonce benutzt oder so.
He asked whether there is right now, der ersten Frage ist, gibt es eine Überlegung, den Standard in Richtung resistent gegen diesen Angriff zu sein? Aktuell gibt es keine Gruppe, die eine Erweiterung dafür versucht zu definieren. Also, sie arbeiten dran mit der Key Reinstallation. Okay, that could be, but there are still people also, working on that. Also es gibt immer noch keine große Taskforce, aber ja, sie arbeiten trotzdem dran. Yes, thanks for your amazing talk. Danke für den tollen Vortrag. Nur damit ich es selber verstehen kann, kannst du doch mal zu dem der Folie mit dem Vier-Wege-Handshake ganz am Anfang gehen? Yep. Ja. So the attack or the handshake itself? Der Angriff oder die Handshake selber? Ja, der Angriff. Let's go to this slide. Okay, dann gehen wir mal hier auf diese Folie. All you get from this is the keystream. Das heißt, das Einzige, was jetzt hier herausgenommen wird, ist, dass der Keystream für die Nachricht 4 bekannt ist. Das ist alles, was man bekommt. Ja, das ist richtig, aber dann können wir anfangen, Frames, Datenpakete zu entschlüsseln. Der Angreifer hat mehrere Optionen. Man kann einfach zum Beispiel immer und immer wieder neue Handshakes forcieren. Dann können wir immer ein Paket entschlüsseln. Man kann auch ein bisschen warten mit der Retransmission, mit dem erneuten Senden. Wenn man die verschlüsselten Daten, also die entschlüsselten Daten kennt, dann kann man tatsächlich viel Pakete bekommen, wo man die Nachricht kennt, und dann kriegt man den Keystream raus und dann kann man ziemlich viel Schlüssel abgespeichert haben und dann kann man viele Pakete gleichzeitig angreifen. Dann nutzt man irgendwelche Taktiken wie das und dann kann man anhand von Known Plain Text gegen den Stream Cipher is already being used immediately, because it's being used to encrypt message number 4. Hier bekommt man aber doch nur den Keystream für Nachricht 4. Wir kennen den Inhalt der Nachricht 4. That message 4 is encrypted to derive known keystream. Und wir nutzen diese Nachricht 4, um den Keystream herauszufinden. Und dann können wir damit eine neue Nachricht herausfinden. Vielleicht diskutiert ihr es später, wenn ihr one-on-one seid. Great find, really, and an awesome talk. Toll, was du das gefunden hast, ein toller Vortrag. Könntest du vielleicht ein bisschen mehr darüber reden, wie man formale Verifikation noch wirklich verwenden kann, dass man mit den Problemen, die sie hat, es gibt irgendwie einen sehr falschen Sinn von Sicherheit. Man hat immer noch Vorteile von formaler Verifikation. Die Einstellung, die wir haben sollten, ist, dass formale Verifikation von Code und Algorithmen, die das Vertrauen in das Programm erhöhen sollte. Aber es ist halt nicht so, dass ein formal verifiziertes Algorithmus einfach sicher ist. Das Problem war, früher war, wenn es formal verifiziert war, dann haben die Leute halt einfach gesagt, es ist sicher. Aber was sie eigentlich tun sollten ist, wir haben einen formalen Beweis, aber jetzt sollten wir schauen, ob das Modell, was sie verwenden, sinnvoll ist. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall weiterhin formale Verifikation verwenden, aber das heißt noch nicht, dass die Software dadurch eindeutig sicher ist. Der erste Teil meiner Frage ist die Folie, auf der wir gerade sehen. Soweit wie ich das den Vortrag verstehe, ist, dass das Erneutsenden von Nachricht 4 nicht verschlüsselt sein soll, laut Standard. Das heißt, wenn man den Standard wirklich folgt, dann sollte man hier kein Problem haben. Doch, dann hat man immer noch ein Problem. Wir können nämlich einfach auf ein Datenpaket warten, wo wir die Felder kennen, ein HTTP-Paket oder ein TCP-SYN-Paket oder irgendein Plaintext-HTML-Paket.
Paket. Es gab Arbeit an Fingerprinting von HTTPS, sodass wir anhand der Länge den Inhalt der Website erkennen. Dann haben wir Known Plain Text und dann gibt es einfach sehr viele Wege, den Inhalt eines Pakets zu erraten und dann mit der Key Reinstallation diese Attacke durchzuführen. Soweit ich das verstehe, ist deine Forschung, das heißt, wenn wir 11W verwenden, sind wir immer noch angreifbar? Supposed by this amendment is also done by the encryption used on the network like before. So sollte dieselbe Verschlüsselung verwenden. Way to secure the network. So, 11 ist keine Absicherungsmethodik. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist W11 die Management Frames, Management Pakete schützt. Das hilft aber nicht gegen diese Angriffe. Okay, es gibt hier noch sehr viele Details, die wir diskutieren können. Jeder werden alle noch diskutiert und es war ein sehr schöner und verständlicher Vortrag und ich danke allen, die Fragen haben. Vielleicht fragt ihr den Vortragenden später. Und damit verabschieden sich auch aus der Übersetzerkabine Franz T. und Eipfen. Vielen Dank für das Zuhören. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, bitte, wenn Sie irgendwelche Feedback haben, dann senden Sie den bitte an @c.